wie versprochen in der letzten Folge, greifen wir heute die Festung von Lithlad an, also Shindran. Und zwar ohne Verbündete, also ohne andere Orks, einfach nur alleine. Machen wir einfach mal. Was kann schon schief gehen? War noch nicht abgestrange genug, letzte Folge mit den kreischenden, im Kreis laufenden Sprengmeistern und allem. Ja, und Sock der Drecksocke. Heute machen wir das. Halt freie Plätze oder neue Gefangenschaft. Zu schwachen Angriffsgruppen. Ja, bin ich mir sicher. Nicht ganz allein, unfair. Hast du deine Lektion nicht gelernt? Gut, wir erteilen dir noch eine. Ich sehe viele Verräter vor mir. Dutzende von Köpfen und doppelt so viele Hände. Wenn man sie gut trocknet, werden daraus richtig gute Totems. Immer noch mit diesem komischen Umhang. Back. Ich liebe ihn. Lol, wer oder was ist das denn? Gehört er zu mir? Jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Ich einmal umdrehen. Aber irgendwie eine interessante Festung. Hä, lol. Warum ist das denn selten? Also da unten nicht da gelandet, wo ich es haben will. Aber die Festungs-, sagen wir mal, Geometrie ist auf jeden Fall mal anders. Finde ich gut. Hallo Viech. Da wenig Munition immer. Oh. Aber noch genug Munition, damit man sie hochjagen kann. Hau ineffizient. Das ist ja noch eine Belagerungsbeste. Ich sag's doch, interessante Geometrie auf jeden Fall. Halt uns, gehen wir mal schneller. Hallo, bleib hier. Du kommst auch mal zu mir. Lol, hat das Schaden gemacht, geil. Lol, ouch. Will ich davon einen auf meiner Seite haben? Also eine Wille, der muss sterben. Er ist ein Flammer. Welle der Macht, ist ein Brecher, der Tod. Oh, das ist ein Blutsbohrer vom Klingmeister. Ja, dann muss er mit. Unfair. Autsch. Uah. Igitt. Thank you.
Wen habe ich gerade What the heck? Was? Nein. Uch, du Scheiße. Das war aber jetzt nicht geplant. Also der Blutsbruder wahrscheinlich denken, ich habe ihn getötet. WTF. Blutsbruderrache oder was? Ja, du bist doch der Klingenmeister. Flog. Nutzlos. Ihr hättet ihn töten sollen. Gar. Den habe ich doch erst. Den hatte ich doch vorhin erst. Will sich doch verarschen. Hä? Ja. WTF. Den hatte ich doch vorhin gerade erst rekrutiert. Der hat mich nicht mal verraten, sondern direkt angegriffen einfach. Also ein bisschen unfair. Der wäre auch mein Leibwächter. Ich habe doch gesagt, der greift mich da direkt an. Ist halt die Frage, wer... Ist der jetzt immer noch böse oder ist er jetzt noch lieb? Er ist böse. Und er ist tot. Na klasse. Scheiße. Mann, der war aber gut. Ah, er ist jetzt aber ärgerlich. So dezent. Leck mich doch. Wieso war denn auf einmal so vergiftet? So richtig schnell. Der hat ja keine tödliche Schwäche gegen Gift gehabt. Sondern einfach nur eine Schwäche für in Flammen. Und der war doch nicht mal verbrannt. Der ist einfach nur mittendrin weggestorben. Wie nix. Hä? Das war ja jetzt mal fies. Irgendwo. Das finde ich ja nicht nett. Na gut, dann nochmal. Ja, meine Fresse, ey. So ein Dreck. Ich hätte ganz gerne den Schlechter mit den Fluchbomben dabei gehabt. Aber wenn ich den jetzt schäme, dann... Ja, dann verliert er wahrscheinlich die Fluchbomben oder so. Das ist doch behindert. Was ich machen kann, ich kann mich ein paar Mal vor dem killen lassen und ihn dann beschämen, damit er es wieder... Es ist halt nur eine Chance und das Beschämen senkt halt nicht nur die Stufen, sondern die ganzen Boni werden auch weggebrannt und alles und er wird danach richtig scheiße und halt nie mehr so gut wie vorher. Deswegen kill ich halt direkt alle, die den eisernen Willen haben, weil es bringt dir nichts im Endeffekt. Ein großer Sieg! Eigentlich ist es gut, dass du zurück bist. Dann können wir wieder ein Gelage halten, nachdem wir dich erneut vernichten. Ich hätte Spiel beenden sollen mit Altep, glaube ich, anstatt verlassen, weil beim Verlassen wird es gespeichert. Scheiße. Und das bist du! Ich sehe es in deinen Augen! Diese Augen werden bald meinen Thronsaal sehen! Aber sie werden nicht in deinem Kopf sein! Mann, das ist doch kacke. Ach, das ist jetzt scheiße. Ich will ihn aber nicht beschämen und alles. Werde ich tun müssen. Der Typ lebt noch. Nicht. Ich drücke nur kurz Alt, weil er lebt ja noch ein paar Sekunden. Und zieht Feuer auf sich aus. Er ist ja auch tot. Ja.
Vergiss nicht, wer dich getötet hat! Fechter. Autsch. WTF, ey. Er hat keine Chance. Oh Mann, ich hasse diese Scheißfestung, ey. Du hast doch nicht erwartet, dass du dir die Festung unter den Nagel reißen kannst, oder? Jetzt muss ich diesen beknackten... Ah, der hat den mal... Es gab auch null Vorwarnung und er war einfach nur da. Viel länger vor als jedes andere, das ich gelebt habe. Dies ist nur ein Augenblick. Ich trage diesen Krieg schon seit Jahrtausenden aus. Was halt einfach nervig war, dass der Klingenmeister, ich wusste es gar nicht, dass er einen Blutsbruder hat. Das wurde mir auch gar nicht angezeigt, als ich irgendwie... Das kann sein, die kriegen ja Stufenaufstiege mit der einen Rune. Und es ist ja ein Bonus, ein Blutsbruder eigentlich. Jedenfalls wird es als Boni geführt, oder Bonus geführt. Das heißt, durch den Stufenaufstieg hat er wahrscheinlich einen Blutsbruder gekriegt. Das habe ich natürlich nicht mitgekriegt. Aber natürlich hat er dann feindlichen Blutsbruder gekriegt. Das hätten wir nach dem letzten Mal nicht erwartet. Aber hier bist du nun, um es nochmal zu versuchen. Oh, wie schön. Dich zu töten macht Spaß. Unsere Zaubersprüche verteidigen diese Festung für Sauron. Für ihn praktizieren wir unsere schwarzen Künste. Und wie es vorhergesagt wurde, werden seine Feinde vor unserer Macht fliehen. Guck mal, da ist sogar immer ein Besatzungsmannschall. Dass meine Explosion getötet wird. Also gibt es sogar durchaus Sinn, was man da macht. Dass sie nicht einfach so sterben. Oder gelenkt werden von nix. Das Torsionsgeschütz ist jetzt kaputt. So, komm her. Dahin. So. Merci beaucoup.
Versuch die Festung zu stürmen und du stirbst erneut! Ich versuche es nicht, ich werde es. Bis nur noch der Darm übrig ist. Ich dachte, jetzt kommt irgendeine Anspielung auf Heller und Dunkler Herrscher, aber okay. Okay, ein frostfester Meuchler-Berserker, der immun gegen Beschuss ist, ist ganz schön scheiße, dagegen zu kämpfen. Kriegst du gar nicht kaputt. Jedenfalls fällt mir dann jetzt nichts ein, außer verbrennen oder Gefolgsleute auf den Hetzen. Falsche. Guck mal auf von der Seite hier. Du kämpfst für den hellen Herrscher. Ich diene nur dir, nur dir. Dir wird nichts passieren. Du Arschloch. Mit? Hey, unfair. Was? Hä? Wie? Ich hab doch ge... Oh, du Ah, wie denn? Ich hab doch gekontert. Und es war doch garantiert kein nicht konterbarer Angriff. Ey, leck mich. Ist das jetzt mit dem blutsfroden Klingentypen und jetzt der Scheiße? Oh, ich glaube, ich krieg die Krätze mit der Festung. Bekanntermaßen sind aller guten Dinge 4. Der dunkle Herrscher wird von einem Toten und einem Geist mit einer Ork-Armee zu Fall gebracht. Klingt wie eine Legende, ein Mythos. Bis es passiert. Und dann wird es in die Geschichte. Mittelerde eingehen. Ja. Wunderbar! Du bist zurück! Das hätten wir nach dem letzten Mal nicht erwartet! Aber hier bist du nun, um es nochmal zu versuchen. Oh, wie schön! Dich zu töten macht Spaß! Wer diese Festung angreift, muss verrückt sein! Und das bist du! Ich sehe es in deinen Augen! Diese Augen werden bald meinen Thronsaal sehen! Aber sie werden nicht in deinem Kopf sein!
juckt die da hinten aber auch so gar nicht, dass ich die beballer, oder? Dass es da hinten landet, war jetzt nicht so geplant, aber egal. Mist, ich dachte, das geht drüber. Kann man es nicht sonst immer losschneiden? Okay, seit neuestem nicht mehr. Okay. Na, gilt dann halt nicht. Each. Kommt keiner. Natürlich nicht. Da liegt noch was. Rune, von wem auch immer. Ah, vom Todlosen. Flog. Mist. Natürlich. Alter, dieser fuckige... Darf ich ja dann auch mal weg oder so? Nö, okay. Ich vergaß, da war was. Ins Auge. Nur besser durchaus. So. Alter, wieso kann ich auf einmal keine blöden Wilden mehr kontern? Ah, jetzt geht's wieder. Vielen Dank. Ah, natürlich hat er es wieder. Der Typ war auch immun gegen Hinrichtung, oder? Nein, um die Richtung war er nicht.
Aha. Verschwinde! Oder ich sorge dafür, dass du nie wieder auferstehst! Schade, er kann mich noch sehen. Er will mich noch nicht mehr sehen. Bitte. Nicht schon wieder! Du willst mich doch... WTF einfach nur! Ich kann den Typen nicht kontern, der zieht mir mit einem Schlag das komplette Leben gefühlt ab und dann hat auch noch keine Chance. Jetzt langsam ist schon, was weiß ich, wie viel dem alles. Ja. Habe ich den nicht eigentlich getötet? Und wenn wir Sauron besiegt haben, was dann? Mittelerde wird frei sein von seiner Verderbnis. Menschen und Elben und Zwerge werden zanken. Und ein anderer wird sich erheben. Hm. Vernichtet? Was für ein Sieg das war! Ein großer Sieg! Na gut, aber langsam kriegen wir die Festung ja kaputt. So einen Ork nach einem anderen. Und wenn wir noch ein paar Mal sterben müssen, dann haben die die ganze Pyrosiege. Verteidigen diese Festung für Sauron! Für ihn kaputt! Dieser Scheißmeuchler da! Seine Feinde vor unserer Macht fliehen! Ups. So haben wir so einen Falsch hier mit dem Spiel teilweise. Das juckt die einfach nicht. Ist eine richtige Belagerung, wir kloppen uns hier alle im Nachschlag mit denen. Und es will nicht. Und wir schlagen die ein bisschen nieder und die schlagen uns zurück. Und bla. So, mein Langs.
Der wurde echt schnell weggeräumt. Na stimmt, der ist ja beschussig. Der kriegt noch null Schaden durch Beschuss. Schnauze und kämpf! Platzt! Hier geblieben! Hier geblieben! Danke, gewandter Herrscher, für die Hilfe. Einmal rein das Schwert da. Fick mich. Mit. Hey. Eien. Super Slow Motion Dodge. Daneben. Ach ja, jetzt komm, durch die Klebe durch. Dein Scheiß Ernst jetzt. Den Typ darf ich jetzt bloß nicht kriegen. Hab ich. Bitteschön. So, meine Leute stürmen hier munterfröhlich durch, aber ich muss mich irgendwo heilen. Du Arschloch. Wie? Mann, hey. Du kommst jetzt mit. Es ist ja zu einflussreich vom Toten. Ja, ich hatte nicht. Dann beschäme ich dich halt einfach. Mir auch egal. Jetzt langt's. Es kommt davon. Jetzt bin ich sauer. Oh, komm her, Uhrenmann. Jetzt. Ah, was hier? Willst du Stress? Kannst du haben. Du auch! Verpisst euch doch! Was? Du stehst da auf? Och ja, natürlich. Daneben! Geh weg! Was ist das? Lass das! Was die Scheiß? Ah, der war auch nicht im Umgang. Okay.
komm erst hier! Ich weiß die Tür. Du gehörst mir! Ich zerschnitte ihn! Aus Prinzip, ich wollte schauen, was passiert, wenn ich ihn eingefroren habe und dann nochmal frostfest nagel. Dann greifen nur das frostfest nageln und er ist nicht mehr eingefroren. Okay. Lol. Das konnte ich irgendwie nicht verblocken, ich hasse dich. Mit. Ja, Mund auf. Hier, bitte. Mit. Du bist doch verarscht, ich bin ausgewichen gerade. Das ist so ziemlich die längste Belagerung überhaupt. Scheiß Arsch. So, du kommst auch noch über mich. Mann, ey. Ich bin auserwählt. In den Kampf für den hellen Herrscher. Willst du mich auch? Wenn du geschmiertes Arschloch. So. Das gibt jetzt einen Kopfplatz. Was zur? Oh. Es hackt. Okay. Woher kommen die Spuren alle? Das war jetzt weniger ein Plan. Oh, alle mal weg hier. Nicht anhalten, weiter zum Übungsgelände. Das ist irgendwo ein Krauk. Oh, hallo, Planungs bisschen. Das juckt hier halt echt original null. Huch, das ist immer unter dem Hintern weggeballert worden. Was war das denn? Ist hier noch einer oder wie? Nö. Der Klingenmeister, ja! Du kannst mal schon weg. Den bringt hier keiner um. Keine Ahnung, was er kann, aber der kommt einfach mit. Ich
der gefährliche. Finde ich gut. Und er hat keinen eisernen Willen. Finde ich jetzt auch gut. Du willst Stress? Kannst du haben. Hammers? Drache? Da kommst du. Ah, der dauert noch. Jetzt hat. So, wer ist denn hier noch? Oh, der Knochenlöcher? Sprengmeister, ohne. Obwohl, ich mag jetzt Sprengmeister nach der Aktion von letzter Folge, ey. Darf ich bitte auch mal gucken, wer da ist? Sehe ich auch nicht. Sag mal. Rasch. Nee, der kann von mir aus weg. Huch, Entschuldigung. Letzte Chance oder keine letzte Chance für ihn? Also, der scheint Fänger, schwache Herr, zitternd, entflammbar, und da ist sonst nur ein Brecher, und nee, der kann weg. Achso, das war tatsächlich der. Ich dachte, das hätte den da hinten ausgewählt. Den war aber nicht so. Wer ist denn das? Dieser Balibel. Ich bin der Bund. Die muss mal zu uns. Dieser Balibel. Kommen wir zu uns. Ach nee, das ist wahrscheinlich zu. Ah nee, doch. Puh. Zum Glück habe ich Stufe 52. Oder? Welche Stufe bin ich mittlerweile? Weiß ich gar nicht. Dann hätte ich vielleicht den anderen doch nicht. Oh, ich hätte nur eine Stufe gebraucht, dann hätte ich den anderen auch gleich mitnehmen können. Ja, das ist natürlich doof. Das wusste ich jetzt nicht. Ich dachte, wir wären auch irgendwie Stufe 50 und er wäre ja Stufe 57. Doof. Richtig doof. Egal, er hat's verdient. So, was sind wir jetzt eigentlich über furchterregende Präsenz? Gefolgsleute vernichten? Nein, danke. Zuschlagen? Ja, hm. Ja, nee. Frierung, kritische Treffer. Grimmige Entschlossenheit? Nein. Vergeltungsschlag? Naja. Wichtige Umkehrung. Was wär's, wenn wir mal das hier. Okay, jetzt langsam. Bleib gefälligst hier, du Feigling. Lollikopter, was ist denn hier los? Nein, doch nicht den da.
Habe ich eigentlich Gefolgsleute erzürnen oder Gefolgsleute heilen ausgewählt? Ah, da kann ich stimmt, der kann sich ja selber heilen. Dann lassen wir sich mal selber heilen. So. Oh. LOL, der ist gestorben, deswegen. Habe ich jetzt nicht erwartet. Komm mal zu uns. Jeder, der sich gibt, kommt zu uns. Nein. Ich wollte doch eh... Ach, ich kann die gar nicht mit C aufzählen. Das ist ja doof. Das ist so. Ah, jetzt geht's. Das wollte ich nämlich eigentlich machen. Das ist noch einer. Leute, das ist aber jetzt eingefroren. Egal, der kommt auch mal zu uns. So, wenn ich jetzt nicht vom scheiß Oberherrn getötet werde, sollte es doch mal funktionieren. Mann, ey. Das war jetzt asozial. Zuerst leider. Oh, der ist ja auf einmal. Ich weiß nicht. Lol, wer ist denn das dahin? Zieht sich zurück. Interessant. Wer ist es? Pushkrieg. Pushkrieg, der Abscheuliche. Der kommt zu uns. Aber sowas von. Was machst du denn da hinten? Na, ganz allein auf weiter Flur. Wollte sich zurückziehen, aber haben wir dich vorher eingenommen. Das ist natürlich blöd. Den wollte ich sowieso rekrutieren. Das finde ich so. Gut. Oh Mann, ey. Also der ist das mit dem Blutsbruder. Das wusste ich nicht. Also ganz ehrlich, wo ich den rekrutiert habe, da stand nichts von Blutsbruder. Ich glaube, den hat er echt nachher erst gekriegt, durch die, halt die Stufenaufstiege, warum auch immer der dann feindlichen Typen als Blutsbruder gekriegt hat, aber egal. Naja. Und jedenfalls, der ist ja dann direkt neben mir aufgetaucht, hat, da war ja nicht mal ein Verratscreen oder so, der ist einfach nur aufgetaucht, war feindlich und puff, tötet mich einfach. Na, hallo? Vor allem, ich habe es mir noch so gedacht, scheiße, das war der Blutsbruder von dem, steht da jedenfalls. So ein Scheiß. Na, wer ist denn da? Wir lockten dich hierher, in dein Verderben. Du stirbst in diesem Thronsaal. Ich hab mich da reingelockt. Aber nicht heute. Ich dachte, meine Augen sollten dann nicht mehr in meinem Kopf sein, wenn ich hier drin bin. Tja. Logic, Bitch. Und Pfeile. Weichschälast, du bist halt ein dummer Weichschäl hier. Ja, renn zurück zu Mami Olok. So, jetzt bin ich ganz für euch da. Scheiße. Was kann der eigentlich? Ubernu, der Bote. Der ist nicht schlecht. Der kommt zu uns. Scheiße. Was kannst du eigentlich? Also in der Wille, der muss sterben. Oh, der ist aber nicht schlecht. Und Witz, der ist nicht schlecht. Vielleicht sollte ich ihn doch lieber mal beschämen statt töten. Aber wenn er... Er muss ja nicht viel verlieren. Er muss bloß hoffentlich das hier verlieren. Und wenn er dann einiges da behält, dann könnte er noch ganz gut werden. Oh Mann, jetzt langt. Daneben.
Schön, dass man immer wieder ausweichen kann. Nicht. Den da. Du sollst den da wegkloppen. Scheiß Ork. Ja, ist klar, ich kann schon wieder nichts machen. Gib mal deine Gesundheit her. Also da steht, ich kann einen Drachen herbeirufen, aber es geht nicht. Das wäre natürlich so leicht OP, den engen Raum einfach nur. Du willst einfach nur alles verbrennen. Das war knapp. So. Bam. Putz. Bam. Putz. Geh da weg. Du Arschzopf. Nicht den eigenen töten. Ja, den will ich doch noch in meiner Armee haben irgendwann vielleicht. Come to me. Ab jetzt dienst du mir. Ich bin dein auserwählter Herr. Du gehst mal weg, nicht dass du den anderen noch killst oder du gekillt wirst. Muss der irgendwann nochmal. Die müssen auch mal weg. WTF. Nicht gut. Ich muss kurz mal durchhalten. Ui, knapp. Vielleicht klappt es ja trotzdem. Ja, viel Spaß dabei. Weg mit dir. Der wurde jetzt wahnsinnig, glaube ich. Oh, ups. Seines Reiches können sich der dunkle Herrscher nicht vor uns verstecken.
Wir tragen diesen Kampf ins Herzen Mordors und zeigen ihm die wahre Macht des Höllenherrschers! Endlich kommen da auch mal die Dialogzeilen. Die hat es ja zwischendurch nicht gegeben, aus irgendeinem Grund bei mir. Aber jetzt gibt es die auch mal wieder. Finde ich gut. So. So, Urwärmeförder. Ich weiß ja gar nicht, was die können. Das ist ja die Sabberlippe. Eigentlich muss ja die Sabberlippe der Oberherr werden. Der Kriegsherr war vielleicht... Oder der gehörnte Herrscher. Weißt du was, der gehörnte Herrscher. Er hat Giftfeuerangst, aber sonst ist er ganz gut, eigentlich. Okay, Fluch, Feuerfest, Giftfeuer, anfällig für Schleichen und Bestienfutter, naja. Der Folterer, der ist gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Der war ein Meuchler, Behände, keine Chance. Schreckenskästen, aber ist halt ein Fernkämpfer, hat schon durch einfach alles. Okay, ist eigentlich nicht schlecht. Und immun gegen Hinrichtung. Oder die Sabberlippe. Verhasst ist durch völlige Wunden, Rumgeschleiche, letztes Gefecht und Verwundbarkeiten, beschusssicher, ist sehr gut. Was, okay, wir machen einfach mal einen. Warte, was kann der noch? Schauen wir uns das nochmal an. Eingeschüchtert, nicht so gut. Entflammbar, nicht so gut. Und halt ein Kommandant, aber immun gegen Hinrichtung. Aber wir machen trotzdem einfach die Sabberlippe zu. Ostfront. Raumgeschöpf eingeschaltet. Ja! Hätten wir es auch mal geschafft. So. Dann danke fürs Zuschauen und Durchhalten in der nächsten Folge. Weiß gar nicht, was wir dann tun. Wir können uns mal hier rum dann kümmern und das noch zeigen. Und dann, ja, im Off werde ich noch ein paar Häuptlinge da rekrutieren und ihr Zeug aufrüsten wahrscheinlich. Und dann, glaube ich, machen wir mal Hauptaufträge. Aber bis dahin, danke fürs Zuschauen und Durchhalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.